Neujahrsgruß aus dem Jahr 2017. Ja, wie ihr seht, ich bin mal wieder alleine unterwegs. Nenne ich dann wie immer Ego-Tour. Ja, wo bin ich hier? Mitten auf dem Land. Wo, sage ich nicht. Warum, sage ich euch gleich. Ja, wird eine lustige Tour heute. Schilder sind alle demontiert, zeige ich euch gleich. Ja, was mache ich? Ich bin auf einer sogenannten Urban Exploring Tour. Im Fachjargon nennen wir es einfach Urbex. Hat was mit Urban Exploring zu tun. Menschliche Hinterlassenschaften, die quasi verlassen irgendwo im Land liegen und wo sich keiner mehr für interessiert. Ja, Schilder demontiert. Da hinten sieht man eins, ne? Gleich kommt ein Schnitt, dann seht ihr das auch. Bin also gar nicht mehr so weit weg. Ich muss gucken, ob ich drauf komme. Ich war da selber noch nie. Es handelt sich um ein nukleares Waffendepot, was seit einigen Jahren leer steht. Ich hoffe, man kommt drauf. Wer hinter mir aber die Fahrspuren sieht, ja, kein gutes Zeichen. Hier ist Verkehr. Hier fährt jemand lang. Muss ich gucken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, kann ich jetzt noch nicht sagen. Urban Exploring. Ort. Ich kann euch zwar sagen, wo ich bin und was hier ist, aber ich werde euch keinen Ort nennen. Keinen Ort deshalb nennen, damit der Ort, wenn er nicht schon komplett zerstört ist, nicht noch weiter zerstört wird. Wer mich kennt und mich gut kennt, der darf mich gerne fragen. Ansonsten möchte ich auch ganz gerne keine Orte unter diesem Video nachher finden, weil die Kommentare werde ich einfach löschen. Da mache ich mir noch nicht mal die Mühe, da irgendwas zu schreiben. Die kommen weg und gut ist. Ich möchte nicht, dass die Orte publiziert sind. Das ist so wie beim Geocachen. Das hat einfach was mit dem eigenen Ehrerfinden zu tun. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Ich hoffe, ich komme drauf. Ja, ich wünsche euch schon mal eine schöne Tour mit mir und natürlich freue ich mich auch über den Daumen hoch und ich freue mich auch natürlich im Jahre 2017 immer noch über Abonnenten. Danke und ich sag mal bis gleich. So, hier seht ihr das, Landschaftsschutzgebiet. Ne? Hier ist ein bisschen gerodet worden in der letzten Zeit. Überall liegen noch die Holzpolder rum. Ja, und da seht ihr das dann auf der anderen Seite, was ich meine. Demontierte Schilder. Ja, bin ich gespannt, was uns erwartet. Nicht so einfach, aber
haben wir geschafft, ist erledigt. Ja, wie ihr gesehen habt, schöne Bilder. Es wird allerdings durch den Schafsbauern benutzt, das Gelände. Ich versuche so mal die meisten Sachen, interessante Sachen aufzunehmen. Das Problem, was sich mir stellt, ist natürlich, dass halt so viele Räume hier genutzt werden und ich dann nicht unbedingt in benutzte Räume reingehe. Also, ne, Bunker hinten hatten wir schon. Ich werde jetzt hier unten die Häuser mitnehmen. Ich stehe hier auf einer Raketenabschussrampe, denke ich mal, war das hier oben. Unter mir ist ein Bunker, aber ich weiß noch nicht, wie ich da reinkomme. Experimentiere ich noch ein bisschen. Was viel schöner ist, was ich euch fotografiert hatte, das sind anscheinend die Abschusskabel und irgendwie ein Abschussgerät für die Rakete oder Raketen. Also es war sowohl hinten, der hintere Teil, Nuklearwaffendepot und im vorderen Teil sollen sogenannte Nike-Flugkörper stationiert worden sein. Ich denke mal zur Flugabwehr, keine Ahnung wozu. Ich muss mich nochmal einlesen, ich mache mich klug. Aber ein sehr interessantes Gelände und ja, gar nicht so weit weg. In diesem Sinne, ne? Weiter geht's. Waffendepot. Viele Bunker, die ich nicht begangen habe, weil ich alleine bin, weil da bin ich ein Schisshase, ne? Safety first. Viele Gebäude, vieles noch in Benutzung, und zwar nicht durch die Armee, sondern durch den Schafsbauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist nichts Weltbewegendes. Ist nur ein anderer schöner Platz, wo man normalerweise nicht hinkommt, den man normalerweise nicht sieht. Und ich hoffe, ihr hattet beim Anschauen Spaß. Ich würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Noch mehr freue ich mich natürlich über Abonnenten. Ne? Also Urban Exploring, nukleares Waffendepot, irgendwo in NRW. Ja, viel Spaß. Schaut wieder rein. Ich gucke, dass ich wieder öfters Videos mache. Ciao, ciao.